Schön, dass ihr bei mir wieder vorbeischaut, bei Sonjas schneller Nummer. Heute möchte ich Nudeln machen. Pasta isst man ja immer gerne. Nudeln kann man auch ganz schnell kochen. Und es ist wirklich ein einfaches, aber sehr feines Rezept. Und zwar mache ich Nudeln mit Räucherlachs. Und als Nudeln nehme ich mir jetzt die Rigatoni her. Die sind so ein bisschen grob, aber sehr bissig. Und das Gericht ist ja auch so ein bisschen grobschlächtiger, möchte ich mal sagen. Da passen die Nudeln dann ganz gut. Dann habe ich hier einen Räucherlachs. Dann brauche ich Petersilie, Limette, Saft und Abrieb und eine Knoblauchzehe. Und dann habe ich noch Ricotta. Was ist Ricotta? Ricotta ist eine italienische Frischkäsespezialität, entweder aus Kuh-, Schafs- oder Büffelmolke, und der schmeckt leicht süßlich und ist leicht krümelig, und den kann man auch ganz gut in der Dessertküche verwenden. Mein Nudelwasser habe ich bereits aufgesetzt und jetzt fange ich hier mal mit den Vorbereitungen an. Die Knoblauchzehe schälen und fein hacken. Dann kommt meine Petersilie dran, die hacke ich auch ganz grob. Sobald das Wasser kocht, die Nudeln, das Wasser salzen. Für 100 Gramm Nudeln rechnet man 1 Liter Wasser. Und das Wasser soll richtig kräftig gesalzen sein, damit die Nudel auch ein bisschen salzig schmeckt. Dann kommen die Nudeln dazu und dann kann ich hier weitermachen. Ich gebe den Knoblauch und die Petersilie in eine Schüssel. Dann kommt noch der Abrieb, der Limette dazu. Ich finde, das ist so ein ganz tolles Rezept, weil es wirklich mal etwas anderes ist mit Räucherlachs. Und zum Schluss dann noch mit Ricotta-Flöckchen dekoriert. Nicht zu viel Schale von der Limette abreiben, das Weiße sollte man nicht verwenden. Das schmeckt sonst bitter. Tja, was gibt es sonst noch Neues bei mir? Ich poste jeden Tag auf meiner Facebook-Seite ein Rezept. Also wenn ihr mal Anregungen braucht, wenn ihr mal nicht wisst, was ihr an diesem Tag kochen soll. Das sind also nicht nur Rezepte mit Kochvideo, sondern auch meine ganz normalen Rezepte, die ich hier einstelle. Und manchmal sind die aufwendiger, manchmal sind die nicht aufwendig. Aber da könnt ihr euch so Rezeptanregungen holen oder Kochanregungen. Zu dem Knoblauch und der Petersilie kommt jetzt auch noch Limettensaft. Dann wird das Ganze gesalzen. Da braucht man nicht so viel, denn der Räucherlachs ist ja auch etwas salzig. Dann wird natürlich gepfeffert. Kommt ein guter Schuss Olivenöl dazu und später brauchen wir dann noch etwas vom Nudelwasser. Jetzt schneide ich meinen Lachs in Streifen. So, und jetzt warte ich noch, bis die Nudeln fertig sind. Das dauert noch ein paar Minuten und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und jetzt einfach nur noch die Nudeln abgießen. Nudelwasser habe ich mir schon ein bisschen zur Seite genommen. Abtropfen lassen. Dann habe ich hier mein Knoblauch, Petersilie, die Limette. Da kommt jetzt noch ein bisschen Nudelwasser rein. Kommt es auf die Nudeln drauf. Dann brauche ich noch meinen Räucherlachs. Dann würde ich mich natürlich auch über Kommentare freuen, falls ihr die Nudeln mal nachgemacht habt oder nachmacht, wie es euch geschmeckt hat, wie ihr das Rezept überhaupt findet. Weil es ja kein klassisches italienisches Rezept ist, und am besten meinen Kanal abonnieren.
dann seid ihr bei allen meinen schnellen Nummern dabei und liken nicht vergessen. Dann gebe ich noch den Ricotta in Flöckchen drauf. Und ich finde, das ist ein einfaches, tolles Nudelrezept und freue mich dann nächste Woche, wenn ihr wieder bei mir seid, bei Sonjas schneller Nummer. Ich serviere jetzt gleich, damit die Nudeln noch warm gegessen werden. Bis zum nächsten Mal.